Firmenmeeting im privaten Sitzungszimmer in Langquart. Mit Nähmaschine, Laptop, einem Stapel Papier und viel Fingerspitzengefühl entsteht hier das Produkt Cover Nice. Wir machen Covers für elektronische Geräte, die die Eigenschaften des Skirenders haben. Also sie sind wasserabweisend, leicht und sehr platzsparend und elastisch. Das Mini-Unternehmen basiert auf einem Schulprojekt der evangelischen Mittelschule Schiers. Anstatt eine Maturaarbeit zu schreiben, kriegen die Schüler vom Schwerpunktfach Wirtschaft die Möglichkeit, in die Unternehmenswelt hineinzuschauen. Das wird eigentlich von Young Enterprise Switzerland, von dieser Dachorganisation, gecoacht. Dort gibt es dann verschiedene nationale Wettbewerbe. Zuerst ist eine regionale Handelsmesse in St. Gallen, nachher ist dann Top 50, Top 25 und dann noch Top 8. In Begleitung von einem Coach kreieren die Schüler einen Businessplan, schreiben Geschäftsbericht und führen Buchhaltung. Covernice hat ein klares Ziel vor Augen. Ja, wir wollen jetzt sicher einen guten Umsatz erzielen, dass wir nachher Ende Jahr unseren Aktionären gute Dividende auszahlen können und auch sicher im nationalen Wettbewerb sicher in die Top 25 zu kommen. Das wäre unser Ziel. Zudem wollen die vier Schüler möglichst viele persönliche Erfahrungen sammeln. Die Idee für ihr Produkt sind die Gründer nicht weit suchen. Die Marktlücke haben sie auf dem Schulweg entdeckt. Also wir sind ja alle noch Schüler und darum haben wir auch viele unsere Laptops bei uns, also unterwegs halt vor allem. Und dann ist es einfach immer wieder das Problem, weil man hätte sie gerne im Rucksack oder in der Tasche und dort ist ein bisschen dreckig drin oder mal eine Flasche leert aus oder so. Und dann haben wir etwas gesucht, wo das einfach unterstützt, wo die Mobilität so unterstützen kann. Hergestellt werden die Hüllen größtenteils extern. Neben der eigenen Schneiderin in Maastrichtz hat das Mini-Unternehmen weitere Kontakte in ihr Boot holen. Das Material kriegen wir von der Firma WAMS in Bux. Sie produzieren auch für die richtigen Rennanzüge die Stoffe produzieren und wir kriegen einfach die Stoffe, die sie nicht mehr verwerten können, zu Skirenderis. Covernice verkauft ihre Produkte im Moment vor allem auf Märkten und an Schulen. Das Mini-Unternehmen hat zudem einen Online-Shop und ist auf Facebook vertreten.